heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Kunststoffdruckknöpfe Snaps, wie man die jetzt anbringt. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Und danke für eure lieben Kommentare. Heute wollte ich euch ja mal zeigen, wie man diese Druckknöpfe, diese Kunststoffdruckknöpfe oder Snaps, wie man die nennt, verarbeitet. Ich vergesse immer, wo vorn, oben und unten und so ist. Jetzt habe ich mir das hier mal zusammengeklebt, damit ich nachher später wieder weiß und nicht immer wieder gucken muss. Also, ihr braucht zuerst zwei Spitzen. Dann für jedem einmal diese, kommt hier drauf, und einmal diese für nachher. Das wird ja nachher hier so zusammengeklipst. Seht ihr? Einmal mit diese Wulst nach außen und einmal wie hier diese innere Erhöhung. Dann müsste das hier drauf passen. Jetzt ist dieses hier zu klein, was ich hier habe. Habe ich eben mit Absicht jetzt gemacht. Denn hier vorne ist eine Schraube. Macht er das los. So, nicht ganz so raus. Das geht schon so, flutscht schon so raus. Seht ihr? Zieht er das hier was auseinander und nimmt das Größere. Das Größere, da passt das nämlich wunderbar rein. Also, das rein und zuschrauben. So, haben wir das Unterteil schon mal fertig. Die obere, da habe ich drei Stück verschiedene. Um ehrlich zu sein, ich merke da keinen, sehe da keinen Unterschied. Aber wenn ihr das wechseln wollt, zeige ich euch das auch eben. Das braucht ihr bloß so, das ist da so reingequetscht. So, dann dreht er dann ein bisschen, dann ist er bis unten. So, die Zange ist schon mal fertig. Also Schraubenzieher weg, Ersatzteile weg. Jetzt habe ich mir hier extra zum Kontrast Stoff rausgesucht, den will ich jetzt so zusammen. Jetzt macht er zuerst, mit hier habt ihr so ein spitzes Teil dabei, macht er hier möchte ich das haben, nicht zu nah, dann reißt das nachher aus. Also soweit hier, macht er hier so ein Loch. Da steckt er jetzt zuerst dieses Teil mit die Spitze durch. So, okay. Richtig durch. Dann nimmt er das Teil, wo die Wulst jetzt so nach außen ist und steckt das hier drauf. So. Dann nimmt er die Zange und dieses Teil, was flach ist, kommt ja nach unten und das Teil nach oben und dann quetscht ihr das, so dass ihr das schön habt ihr das unten, habe ich jetzt gut, hier auch und dann quetscht er das richtig fest zusammen. So, okay. Seht ihr? Da, das ist jetzt wunderbar. Jetzt möchte ich das hier, ich mache das jetzt, auch, machen wir das hier drauf, damit ich das nachher gut euch zeigen kann, wie es schön abgeht und drauf geht. Macht ihr das auch noch einmal. Und das möchtet ihr jetzt hier, wie wenn ihr so ein Täschchen jetzt macht, hier so da drauf. Also, hier wieder eins. Da müsst ihr aber gucken, dass ihr auch hier genau da auf dasselbe kommt und nicht da das Loch macht. Ja? Also hier war's. Wieder das Loch, wieder das Spitze, aber jetzt von unten. Ihr tut ja nachher das so hier drauf, also muss dieses nachher oben sein. Also das nach unten. Vielleicht erkläre ich euch das ein bisschen umständlich. Ich weiß es nicht, aber ich fand das so jetzt am besten. Das hier drauf. Wieder hier reinquetschen. Unten habe ich es, ja, unten habe ich es schön. Und jetzt hier oben. Und ein festes Drücken. So, haben wir. Und das ist eigentlich alles. Es ist immer, wo kommt was. Deshalb macht euch hier auch eins. Müsst ihr eins opfern, da ihr genau seht, das gehört hier hin, das gehört dahin. Das lege ich nämlich in meinen Karton rein. Ja, vielleicht macht ihr doch mein Alter. Und dann klickt ihr das zusammen. Habt ihr gehört? Klick. Da. Wunderbar.
Sieht doch toll aus. Hab ich extra so einen Kontrast, damit man da sieht und geht auch wunderbar auseinander. Und sieht doch toll aus. So, da bin ich schon mit fertig. Okay, bis zum nächsten Mal.